Es gibt in Wien auch 300 Induktionsdoppelschleifen, so schaut das aus, wenn Sie sich schon einmal gefragt haben, also was da, wieso da so komische Dinge drinnen sind. Also das gibt zur Verkehrszählung, das ist eine Schleife, da wird einfach gemessen, wie schnell die Autos drüber fahren, beziehungsweise welche da überhaupt drüber fahren und wie viele. Diese Floating Car Data, das habe ich schon erklärt mit den Taxis. Und so ist es so, dass 94% der Autofahrten in Wien an irgendeinem Detektor vorbeiführen, den wir verwenden, um die Verkehrslage in Wien zu rechnen. In Wien und in Niederösterreich und in Burgenland, muss man dazu sagen. Und auch im Burgenland und in Niederösterreich gibt es natürlich eine ganze Menge so Detektoren. Und auch von der ASFINAG-Regelung, dieser Vienna-Region, also in Wien, Niederösterreich, Burgenland, insgesamt 210 Querschnitte, wo wir eben wissen, wie viele Autos haben wir jetzt drüber gefahren, mit welcher Geschwindigkeit. Entschuldigung, wie üben diese 300 Induktionsschleifen, um die Verkehrssituation aufzunehmen? Genügt das oder müsste man da... Prinzipiell genügt der Schleife nie, ja, weil es immer eine Momentaufnahme ist. Ja. Also ich weiß immer nur den Querschnitt. Wenn ich die Schleife zum Beispiel schlecht positioniere, dann kriege ich immer falsche Geschwindigkeit. In Wien beispielsweise sind sehr viele, läuft die Kommunikation von diesen Schleifen über Ampeln, ja, über das Steuergerät der Ampeln, weil einfach Baujahr schon die Anbindung ist an einer zentralen Stelle und man da die Daten relativ leicht rüberbringt. Wenn ich aber jetzt natürlich, sage ich jetzt einmal 10 Meter von einer Ampel, also eine Induktionsschleife reinbauen würde, dann würde Folgendes passieren, dass da permanent die Autos stehen oder relativ langsam drüber fahren. Ja. Da herrscht kein freier Verkehr an so einer Schleife. Deswegen setzt man sich in Wien einmal zumindest zurück. Ja. Und das, was wir dazwischen machen, ist, wir rechnen ein sogenanntes Verkehrsmodell, ein IV-Verkehrsmodell. Ein bisschen so Ausdruck, das ist ein Messwert von einer so einer Schleife. Ja. Da, wo Sie die Punkte sehen, da gibt es solche Schleifen, die grauen liefern gerade keine Werte. Ja, aber da in Wien gibt es überall solche Schleifen. Der Rest ist mit Floating Car Data. Was zeigt so eine Schleife? Das ist die Geschwindigkeit, die da ist, und das ist die Verkehrsmenge. Das heißt, man sieht es da eigentlich relativ gut, also die Geschwindigkeit variiert da oder ist relativ niedrig, wenn der Verkehr relativ hoch ist. Wenn der Verkehr weniger wird, dann steigt die Geschwindigkeit. Also das ist relativ Fundamentaldiagramm, das ist auch für jeden irgendwie klar. Nicht? Je mehr Autos unterwegs sind, desto langsamer bin ich unterwegs. Und wenn das irgendwann einmal eine Grenze erreicht, wie es da vielleicht passiert ist, dann kommt es halt zu einem Stau. Aber diese Information kriegen wir von jedem Detektor, und zwar quasi jede Minute kommt in unser System hinein, und das rechnet mit einem Verkehrsmodell, das ist also ein mathematisches Modell, rechnet das aus, wo sich der Verkehr bewegt, und verwendet eigentlich diese Detektoren, die man da hat, nur um das zu kontrollieren, das was wir da ausgerechnet haben, wie sich der Verkehr durch die Stadt bewegt. Stimmt das auch wirklich? Das überprüfen wir an diesen Messstellen und auch Floating Car Data natürlich, dient eigentlich nur der Überprüfung des Modells, das wir sowieso rechnen, und natürlich zu einer Neujustierung von dem ganzen System. Also da steckt ein mathematisches Modell dahinter, was uns überall dort, wo es keine Schleifen gibt und wo es keine Floating Car Data gibt, ja, auch eine Information liefert über das, wie der Verkehr gerade ist. Ja, Echtzeitdaten von den ÖBB bekommen wir auch, von den Wiener Linien klarerweise, auch Daten aus dem Betriebsleitsystem, also das Betriebsleitsystem sagt uns, wo im Moment gerade welcher Bus unterwegs ist. Das Ganze funktioniert im Moment aber nur für den Oberflächenverkehr. Können Sie sich auch anschauen, zum Beispiel auf der Vorseite schon oder mit der Vorapplikation Quanda, wenn Sie das kennen, da können Sie sich auf das Handy schon das holen, was Sie auch auf diesen Anzeigen sehen. Die FI-Anzeigen, wenn Sie das ist das, was bei den Haltestellen sagt, in 2 Minuten kommt jetzt dann die U2 oder kommt jetzt da der B-Wohn. Ja? Und das wird natürlich da auch verwendet, um zu schauen, also wie liegt der im Fahrrad drinnen. Ja, das sind zwei Informationen, da geht es Richtung Parken, also das ist also eine Information, da sehen Sie aus der Verkehrslage Parken, wo die Parkhäuser sind. Sie wissen die Anzahl der Parkplätze und Sie wissen auch, ob da noch Parkplätze verfügbar sind. Also das ist auch so ein Ampelsystem, grün heißt, es gibt noch genügend Parkplätze. Gelb heißt noch Parkplätze verfügbar oder rot heißt etwas, was quasi voll ist. Wobei, ganz ehrlich gesagt, also, da kann es auch zu Problemen kommen,
Beispiel wissen, wie die Lugner City, für die Lugner City darf man das gar nicht bekannt geben. Ja. Also man stößt da auch auf kommerzielle Interessen. Für das, was über den Wiener Parkheitsserver läuft, gibt es kein Problem, aber wenn man natürlich auch kommerzielle Garagen drinnen haben will, wo vielleicht noch ein Einkaufszentrum ist, dann sind wir nicht so sehr daran interessiert, dass man im Internet verkündet, fahrt dort nicht hin, weil dort gibt es keinen Parkplatz. Ja. Hier haben wir auch Citybike, also da haben wir Citybike-Standorte drinnen. Hier haben wir die Information, wie viele Räder frei sind und wie viele Boxen frei sind. Also 4 Räder stehen noch dort. Hinfahren kann ich jederzeit, wenn ich eine Schanze ausgeborgt habe. Das Citybike war einfach 31 Minuten. Das Ganze ist natürlich auch im Routenplaner integriert. Das heißt, ich kann da draufklicken, kann dann sagen, von hier will ich da zu irgendeinem anderen Citybike-Standort beispielsweise. Ja, und das, was auch interessant ist, also es sind auch Parksuchzeiten in Wien und in 20 Orten in Niederösterreich integriert. Das ist natürlich eine Schätzung. Ja? Diese Schätzung hängt ab vom Ort und von der Zeit. Also im ersten Bezirk und am Montagvormittag brauche ich so die wesentlich länger noch einen Parkplatz, ja, als wir im 22. Bezirk am Sonntag um 10 Uhr haben. Wobei ich hoffe, dass es wirklich so ist. Also ich bin kein Wiener, aber ich vermute mal, dass das so ist. Ja, ja, das jetzt ein bisschen zu dieser Verwirrung da. Also das ist das Basisnetz, das da aufgebaut wurde, ganz neu. Also das ist ein Teil von St. Pölten. Das ist quasi das Straßennetz, auf dem da so eine Routeninformation gerechnet wird. Und ich will sie wirklich nicht allzu sehr verwirren, aber ich will eigentlich nur zeigen, also, dass das nicht ganz so einfach ist und dass das nicht ganz so selbstverständlich ist. Sie sehen hier aufgetragen auf dieses Basisnetz schon die Fahrstreifen, was es gibt. Also es gibt auch die Fußgänger bei uns. Das sieht man da im Braun. Das ist da bei der Börse beispielsweise. Hier hat man auch die Fußwege integriert, was sie zum Beispiel bei einem Google oder so noch nicht haben. Ja? Also das ist auch einer der Gründe, warum man da überhaupt was Neues gemacht hat, dass man nämlich auch die Chance hat, also so erstens einmal Dinge, wir haben gesagt, aktuell, dynamisch, also sobald ein Fußweg da ist oder eine neue Straße da ist, das auch in dem System zu haben, über die Government-Prozesse. Das heißt, wenn in der Stadt diese Straße genehmigt wird, dann stellt er den Bescheid aus, druckt das Knöpfchen, ja, und wir haben es hier und wir haben es gleichzeitig im Bescheid. Das ist eben die Vision, die dahinter steht, die ist noch nicht hundertprozentig implementiert, ja? Also noch nicht bei allen Dingen, aber das ist die generelle Vision. Und hier haben wir auch mit den Pfeilen, wie wir jetzt die einzelnen Verkehrsmittel abbiegen dürfen. Also wenn man hergeht und jetzt auch ein Radrouting machen will, dann habe ich hier zum Beispiel da diese grünen Pfeile, das ist das, wie man abbiegen darf mit dem Rad. Die blauen Pfeile ist das, wie man abbiegen darf mit dem Auto. Also es ist eine ganze Menge Information, die man da erfassen muss und das natürlich vollflächig für das ganze Gebiet. Ja, und hier noch einmal so ein Beispiel. Und das wird halt jetzt in den GIS-Abteilungen der Länder und der Städte und der Gemeinden so eingepflegt. Und ich komme heute erst aus Linz, wo dieses ganze System da jetzt für dieses digitale Straßennetz, das da aufgebaut wird, auf ganz Österreich ausgebaut wird. Also man hat dann aktuelle Fußwege, Wanderwege, was immer ich will, kann man die einpflegen. Ich habe die Möglichkeit, ja, eben das auch für Routing-Informationen dann zu verwenden. Ja, dasselbe, was Sie jetzt gesehen haben, da haben wir jetzt eine Karte draus gerechnet, also das ist einfach behübscht worden, mit Farben versehen worden. Hier sieht man den Stadtpark, hier sehen Sie auch die Fußwege in dem Stadtpark drinnen, was Sie in einem normalen Routenplaner eigentlich nicht drin. Ja, auch die Gemeinden haben die Möglichkeit, dieses Netz über das Internet zu pflegen. Hier nur mit die Fußwege, ein Fußwegenetz drinnen. Ich habe schon gesagt, also das ganze, die ganze aktuelle Verkehrsinformation, wie sich jetzt was bewegt, man hat sich eine Einbahn umgedreht, man hat seine Geschwindigkeitsbeschränkung geändert, wo habe ich das Fahrverbot für Fahrräder aufgehoben. Das Ganze wird in den Ländern, ja in den Behörden, in einem Bescheid quasi festgelegt. Auch die verwenden genau dieses Netzwerk. Das sieht man jetzt nicht runter, wenn man Satellitenbild drunter gelegt hat. Aber Sie sehen schon, hier haben wir die ganzen Verkehrszeichen drinnen. Und wieder integriert das Ganze. Das heißt, sobald der in der Behörde, in der BH in dem Fall, in diesem Tool das eingibt und sagt, okay, ab dem Zeitpunkt ist das gültig, ab dem Zeitpunkt kommt es auch in das